Warum funkeln die Sterne ist unser heutiges Thema. Das Funkeln der Sterne gilt ja gemeinhin als etwas sehr Romantisches und vermutlich sind unter den Astronomieinteressierten heute besonders auch die romantischen Charaktere gekommen. Sie werden im Laufe des Vortrags auch erfahren, warum die Astronomen eigentlich, obwohl sie manchmal auch romantische Menschen sind, oft gar nicht so begeistert von diesem Funkeln der Sterne sind und alles Mögliche anstellen, damit fertig zu werden, das sozusagen auszuschalten. Aber dazu später dann mehr. Warum funkeln die Sterne? Nun, die erste Idee, die man haben könnte, ist, dass die Sterne einfach selber irgendwie aktiv sind, sie flackern, sie verändern sich in ihrer Helligkeit. Tatsächlich stimmt das. Man kennt viele verschiedene Typen von Sternen, die ihre Helligkeit verändern. Sogar die Sonne gehört dazu. Sie schwankt aber nur ein ganz kleines bisschen in der Helligkeit und eigentlich nimmt man das so gar nicht wahr. Dazu braucht man dann schon empfindliche Messinstrumente. Übrigens, Planeten meistens funkeln gar nicht oder zumindest sehr viel weniger. Hier gibt es aber, wenn man annehmen will, dass es die Sterne selber machen, gibt es einige Aber. Das Funkeln der Sterne, das man so sieht, wenn man am Horizont einen Stern anschaut, das ist ja ein Flackern, was sehr schnell geht, vielleicht so mehrere Male in der Sekunde. Die meisten Sterne, sofern sie überhaupt Helligkeitsänderungen zeigen, machen es sehr, sehr viel langsam. Das können Tage, Wochen oder noch länger sein. Es gibt auch Sterne, von denen die Astronomen wissen, dass sie gar keine eigenen Schwankungen aufweisen. Zum Beispiel die bekannten Sterne Vega und Sirius würden dazu gehören. Dann kann man sehen, wenn ein Stern nah am Horizont steht, dann funkelt er meist viel stärker, als wenn er hoch steht. Wenn man jetzt wartet, dass der Stern aufgeht, dann nimmt das Funkeln gewöhnlich etwas ab. Dann gibt es Nächte, wo man das Funkeln viel stärker sieht als in anderen Nächten. Und von daher können es doch eigentlich nicht die Sterne selber sein, weil die müssen sich ja dann da irgendwie koordinieren. Dann schauen wir uns doch einfach mal an, aus der Sicht eines Astronomen, wie das Funkeln eigentlich aussieht. Wenn man zum Beispiel mit einem Teleskop hinschaut und den Stern vergrößert, um mehr Details zu sehen, dann bekommt man in etwa folgendes Bild. Das ist eine Negativaufnahme, deswegen ist der Stern jetzt schwarz. Und wenn Sie schauen, das sind ja mehrere Punkte hier und die laufen so hin und her. Und wenn Sie genauer schauen, hier ist der zum Beispiel mal sehr hell, dann wird er wieder dunkler, dann wird der hier hell. Es gibt also so mehrere Flecken, die da abwechselnd heller und dunkler werden und das Muster als Ganzes wandert so hin und her. So schaut das Funkeln des Sterns im Detail aus. Was jetzt passiert ist, Astronomen belichten oft sehr lange. Um lichtschwache Objekte zu haben, macht man eine Aufnahme, wo man lang belichtet und dann sieht man nicht diese Details, wie das hier hin und her läuft, sondern man sieht nur einen verwaschenen Fleck. Und ich zeige das auch später dann nochmal. Die zweite Möglichkeit, warum die Sterne funkeln, ist deswegen, sie machen es nicht selbst, sondern irgendwie wird das Licht, das von ihnen ausgesandt, beeinflusst. Das möchte ich kurz Sie auf einen kleinen Ausflug mitnehmen, wo wir uns genauer anschauen, was ist eigentlich Licht, wie breitet es sich aus und was kann das stören? Da gibt es zwei Theorien. Die erste ist, dass Licht eine Wellenerscheinung ist. Das weiß man schon lange. Die Physiker sprechen von elektromagnetischer Welle. Welle, das ist etwas, man kennt es von Wasserwellen, nicht wahr? Zum Beispiel hier, da gibt es den Effekt der Beugung. Wenn Sie hier so Wasserwellen haben, die gegen ein Hindernis laufen und hier gibt es zum Beispiel eine Öffnung, dann breiten sich dahinter so Kreiswellen aus. Das heißt, die Welle geht nicht geradlinig weiter, sondern sie wird so um das Hindernis herum gebeugt. Ganz analogen Effekt gibt es beim Licht. Trotzdem gibt es noch eine zweite Theorie, die sagt, das Licht ist ein Strom kleiner Teilchen. Diese Lichtteilchen, die nennt man auch Photonen, breiten sich geradlinig aus. Können natürlich abgelenkt werden, wenn sie irgendwie auf Materie treffen, aber im Allgemeinen. Und man kennt das vom Laserpointer. Das schaut doch eigentlich so aus, nicht wahr?
Dann gibt es die dritte Theorie, dass es eigentlich beides hat. Licht ist sowohl Teilchen als auch Welle. Und das ist etwas, was sich eigentlich niemand vorstellen kann. Es hat nichts, wir kennen aus unserer Alltagserfahrung nichts, was irgendwie Teilchen, kleine Kugeln oder wie man sich die vorstellen möchte, und Welle gleichzeitig ist. Und die Physiker sprechen von dem sogenannten Welle-Teilchen-Dualismus. Jetzt gibt es viele physikalische Effekte, die das Wellenbild verlangen, zum Beispiel die Interferenz. Interferenz, Sie kennen das, wenn Sie Analogie, beim Licht geht es ähnlich, aber werfen Sie zwei Steine in einen Teich, dann bilden sich diese Kreiswellen, und wo sie sich überlagern, verstärken sie sich an manchen Punkten und an anderen löschen sie sich aus. Das ist ein typisches Wellenphänomen, genau das beobachtet man beim Licht. Es wurde übrigens genutzt in einem grundlegenden Experiment, das dann letztlich zur Grundlage von Einsteins berühmter Relativitätstheorie wurde. Das hat also hier etwas damit zu tun, wie sich das Licht ausbreitet. Dieses Wellenbild beschreibt hauptsächlich die Ausbreitung des Lichts. Andere Effekte gibt es, die verlangen das Teilchenbild, den sogenannten photoelektrischen Effekt. Der ist übrigens, dessen Erklärung führte dann zum Nobelpreis für Albert Einstein. Gar nicht mal er bekam ihn nicht für die bekanntere Relativitätstheorie, sondern für die Erklärung dieses Effekts. Und da stellt man sich jetzt vor, dass diese Wellen irgendwelche Pakete sind, eigentlich so teilchenartig, und die treffen hier auf ein Metall beispielsweise und schlagen da Elektronen raus und so wird ein Strom erzeugt. Diesen Effekt nutzt man zum Beispiel in der Photozelle, zum Beispiel, wenn Sie kennen es alle vom Aufzug, Sie gehen hinein, da gibt es die Lichtschranke, wenn Sie die benutzt genau diesen Effekt. Das Teilchenbild, dieses Bild kommt bei der Beobachtung von Licht ins Spiel, dadurch, wenn man Licht nachweisen will, zum Beispiel in Ihrer Digitalkamera weisen Sie nicht nach, und da sammelt die Digitalkamera sammelt eben diese Lichtteilchen auf. Zur Ausbreitung, ich sagte, es war es hauptsächlich wichtig, sich auf das Wellenbild zu konzentrieren. Wenn ich eine Lichtquelle habe, dann sendet diese Welle aus, üblicherweise in alle Richtungen. Man hat also so eine kugelförmige Welle, die sich im Raum ausbreitet. Ist jetzt diese Lichtquelle sehr weit entfernt wie ein Stern, Stern ist sehr, sehr weit entfernt, so bekommen wir aus dieser Kugelwelle nur so einen ganz winzigen Ausschnitt zu sehen. Und für praktische Zwecke ist das dann für uns eine flache Welle. Ja? Man kann das hier ein bisschen anders dargestellt, wenn man hier so eine Intensitätsverteilung, die sich bewegt, ansieht, dann sehen wir hier nur so einen kleinen Ausschnitt aus dem Licht und es erscheint uns flach. Und wenn wir jetzt hier diese Ebenen, wo das Maximum dieser Welle ist, uns anschauen, dann müssen wir hier einen Begriff verwenden, den wir brauchen. Das ist der Begriff der Wellenfront. Das ist immer die Ebene des Maximums, die läuft hier so herüber. Oder man kann es eben auch so anschauen, man stellt sich eben solche Ebenen vor, um hier ein Konzept zu haben, was wir später nochmal brauchen. Flache Wellenfronten. Was kann jetzt die Ausbreitung des Lichts beeinflussen? Es gibt natürlich viele Dinge, die das können. Für uns ist hier wichtig die Ablenkung des Lichts beim Durchgang durch die Erdatmosphäre. Das ist der Effekt der atmosphärischen Refraktion oder Brechung. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Stern, der ist viele, viele Lichtjahre hinweg entfernt. Das Licht breitet sich durch den freien Weltraum aus, vermutlich dort hauptsächlich geradlinig, aber dann trifft es auf die Erdatmosphäre und die wird von oben nach unten auch immer dichter, was dazu führt, dass der Lichtweg gekrümmt wird. Das ist dieser Effekt der Refraktion. Der Lichtweg wird hier gekrümmt, und wenn wir an den Himmel schauen und wir machen einfach die Annahme, dass das Licht auf geraden Weg zu uns kommt, dann glauben wir, der Stern steht da oben, wir sehen ihn tatsächlich da oben stehen. Das heißt, Sterne, die eigentlich viel tiefer stehen, sehen wir höher am Himmel. Das führt zu interessanten Effekten, zum Beispiel beim Sonnenuntergang sieht man, die Sonne ist nicht mehr kreisförmig hier im Schnitt, sondern die ist so oval, weil einfach die tiefstehenden Bereiche
nach oben abgebildet werden und dann wird die Sonne so zusammengequetscht. Oder ein schönes Bild ist der Vollmond hier aus dem eine Weltraumaufnahme. Der ist hier so in der Erdatmosphäre drin und wenn er hier tiefer steht, sehen Sie dann, die unteren Bereiche werden so nach oben geschoben und auch der Vollmond wird so zusammengequetscht. So kann man diesen Effekt sehr schön sehen. Gut, zurück zum Bild unseres funkelnden Sterns. Ich habe es vorhin schon mal gezeigt. Da kommt noch was hinzu jetzt. Die Atmosphäre, Erdatmosphäre ist turbulent. Es ist also nicht nur so, dass sie das Licht ablenkt, ganz gleichförmig, sondern dadurch, dass es Wärmeausgleichsströmungen gibt. Also Sie haben zum Beispiel den warmen Boden. Nach Sonnenuntergang kühlt sich der aufgeheizte Erdboden viel langsamer ab als die Luft. Und dann gibt es Luftwirbel, sie haben aufsteigende Blasen. Und dadurch, dass sich diese Blasen gegeneinander bewegen, wird jetzt die Lichtablenkung auch noch etwas variabel. Man hat diese schnellen Schwankungen. Und das führt eben genau zu diesem turbulenten Verhalten hier. Und die Sterne funkeln. Das ist deswegen stärker in Horizontnähe, weil dort der Weg durch die Atmosphäre viel länger ist. Nicht? Das Licht kommt ja flacher rein. Die Atmosphäre hat also mehr Möglichkeiten, diesen Effekt zu erzeugen, die Erdatmosphäre. Es ist stärker auch bei den Sternen als bei den Planeten. Ich hatte es vorhin erwähnt, weil die Planeten eine größere Ausdehnung haben. Scheinbar, ihre Winkelausdehnung ist größer, sodass diese Schwankungseffekte, die dort auch sind, sich aber so ein bisschen ausgleichen und gegenseitig kompensieren. Die Folge für die Astronomen, ich sagte es vorhin schon, wenn man länger belichtet, werden die Bilder unscharf. Dann gibt es hier den Ausdruck, die Astronomen reden dann vom schlechten Seeing. Das ist der Fachjargon. Und hier ist ein Beispiel. Links haben wir ein Bild mit schlechtem Seeing, das ist ziemlich unscharf. Und rechts dieselbe Region von Sternen, viel schärfer, unter gutem Seeing beobachtet. Ja, Sie können sich vorstellen, ich habe es gerade gesagt, die beiden Bilder, natürlich ist für die Astronomen das schärfere Bild viel interessanter. Deswegen sind sie auf das Funkeln der Sterne gar nicht so gut zu sprechen und wollen was dagegen tun. Was kann man dagegen tun? Es gibt natürlich viele Dinge. Das erste ist klar, man geht in den Weltraum. Es gibt verschiedene Weltraumobservatorien, dort, die sind außerhalb der Erdatmosphäre. Dort gibt es das Problem gar nicht. Aber man kann nicht immer in den Weltraum gehen und vor allem kann man dort keine sehr großen Teleskope bauen. Deswegen sucht man am Erdboden nach geeigneten Standorten, wo dieser Effekt nicht so stark ist. Die großen Observatorien befinden sich typischerweise auf hohen Bergen, wo die Luftströmungen so sind, dass die Turbulenzen gering sind. Das ist oft sogenannte Laminare, also gleichförmige Luftströmung. Das ist oft dort, wo eine Wüste in der Nähe eines Ozeans ist oder allgemein auf hohen Bergen. Hier haben Sie drei Beispiele von Observatorien. Das hier ist das Large Binocular Telescope Observatorium in Arizona. Hier auf Hawaii das Mauna Kea Observatorium und das Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte in Chile. Dann gibt es hier noch Tricks der Beobachtung. Eine Beobachtung, das nennt sich das Lucky Imaging, sozusagen glückliche Beobachtung, glückliches Bilder erzeugen. Und da ist das Prinzip, dass man einfach so schnell, wie sich dieses Muster, was ich gezeigt habe, bewegt, so schnell auch Belichtungen macht und dann später nur die ruhigsten Momente kombiniert. Da schmeißt man dann sehr viele Bilder weg und deswegen ist das nicht so gut für lichtschwache Objekte geeignet. Aber für helle Objekte hat man gute Resultate. Hier ist ein Beispiel. Das hier ist eine Bildsequenz von 5 Bildern, wenn Sie hinschauen. Das erste Bild entsteht dann, wenn man gar nichts macht und sehr viele Bilder aufintegriert. Hier sind zum Beispiel 50.000 Bilder im Spiel, 40 Mal pro Sekunde wird hier aufgenommen. Wenn man die dann verschiebt, sodass sie die gleiche Helligkeitsmitte haben,
dann hat man das zweite Bild, dieses hier, da sieht man schon zwei Teilverteilungen, nicht wahr? Hier und hier. Und dann, wenn man nur noch 50% der besten Bilder auskriegt, kriegt man dieses. Und dann kann man noch 90% oder 99% und kriegt die letzten zwei. Und Sie sehen, es wird immer schärfer. Und man erkennt hier, man hat nicht einen Stern, sondern man hat eigentlich zwei oder vielleicht sogar drei. Und man sieht mehr Details. Eine andere Möglichkeit, die sich dann auch bei den lichtschwachen Objekten gut anbietet, ist die adaptive Optik. Das ist ein technisches Prinzip, wo man, jetzt komme ich zurück zu dem Begriff der Wellenfront, wenn die Wellenfronten nicht mehr gerade sind, sondern durch die Turbulenzen so der Luft so verbogen, das ist das Äquivalent zur Ablenkung des Lichts, nicht wahr? Das Licht, der Stern flackert hin und her, das heißt, wenn man sich die Wellenfronten anschaut, dann sind die so verbogen. Und jetzt nimmt man einfach versucht man einfach bei einem Stern zu messen, wie diese Wellenfronten verbogen sind. Da gibt es verschiedene Verfahren, das zu machen. Und setzt in den Strahlengang einen Spiegel, der genau das wieder zurückbiegt. Der Spiegel muss selber verbiegbar sein und er muss es sehr schnell machen können. Man arbeitet hier im Bereich von 1000 Mal pro Sekunde, um eben die besten Ergebnisse zu haben. Also dieser Regelkreis muss hier mit Kilohertzfrequenz funktionieren. Und hier haben wir ein Beispiel von, ich zeigte gerade das Large Binocular Telescope in Arizona, die haben gerade ihr System da in Betrieb genommen. Hier sieht man fast, ich weiß gar nicht, ob Sie es sehen, hier so ein verschwommenes Lichtfleckchen. Und wenn dieses System der adaptiven Optik in Betrieb geht, sieht man, hey, hier ist ja ein Doppelstern. Und da hinten kommt sogar noch ein Stern weiter draußen, von dem vorher gar nichts zu sehen war. Also links ohne Korrektur, rechts mit Korrektur. Und das ist jetzt mein abschließendes Bild. Hier wurde noch ein Vergleich gemacht mit einem Weltraumteleskop. Das ist das bekannte Hubble Space Telescope. Bild einer sternreichen Region in einem sogenannten Kugelsternhaufen. Und hier ist dieselbe Region angeschaut mit der adaptiven Optik des Large Binocular Telescope. Man sieht, man hat viel mehr Details und das vom Boden in diesem Fall. Wogegen hier war es vom Weltraum. Gut, damit bin ich eigentlich am Ende und bedanke mich für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.